Ja Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Demon Waker HD Part 69. Ich weiß, um ehrlich zu sein, eigentlich nicht ganz, was daran lustig ist. Es ist halt anscheinend eine Stellung beim Geschlechtsverkehr. Und ich für meinen Teil bin da etwas, naja, sagen wir mal, erwachsener. Und nicht so kindisch wie diverse Leute, die sich über sowas den Arsch ablachen. Auf jeden Fall, bei Part 67 sind wir schon so weit, dass wir das ganze Triforce des Mutes vollständig haben und im Turm der Götter wieder nach Hyrule zurückgehen können. Und warum machen wir das nicht direkt? Naja, es ist nur eine Frage übrig. Werden wir den Ganondorf wirklich besiegen können mit unserem Masterschwert? Das können wir nur irgendwie herausfinden, indem wir es versuchen. So denn, Quisto, zeige den Göttern das zusammengesetzte Triforce des Mutes. Und es öffnet sich wieder das Portal nach Hyrule. Oh, was geschieht? Das Triforce ist verteilt in dir. Er verweilt in dir. Aber das bedeutet ja, dass das Triforce des Mutes dich als einen Helden anerkannt hat. Einen wahren Helden. Du, der du den Wind befehligst, das Meer bereist, zahlreiche Abenteuer gemeistert und schließlich die Kräfte der Götter zu einem Teil von dir gemacht hast. Dich wird man in den kommenden Zeiten als den Helden des Windes kennen. Quisto, Held des Windes. Geh! Geh nach Hyrule, geh zu Zelda. Wow, es wird immer interessanter jetzt zum Ende hin. Und die Musik passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Also, hätte ich keinen besseren Track irgendwie vorstellen können. Sehr atmosphärisch. Okay. Ich bin gereift. Ich bin stärker. Ich bin der Held des Windes. Endlich. Endlich ist es soweit. Mein Vorahne Link ist gefallen. Und Ganondorf scheint hier alles verwüstet zu haben. Schrecklich. Doch Zelda scheint es gut zu gehen. Zelda. Nicht so fahrlässig, Link. Warum habe ich es gewusst? Zelda ist verschwunden. Du törichter Junge. Dachtest du, im Schloss wäre sie sicher? Jetzt, wo ich wieder im Besitz meiner magischen Kräfte bin, gibt es für euch keinen sicheren Ort mehr. Zelda, nehme von nun an jedenfalls ich in meine Obhut. Und du sollst hier deine letzte Ruhestätte finden. Okay. Okay, zwei schwarze Ritter. Boah. Doch wir haben keine Angst. Wir haben gelernt. Gelernt, was es heißt, ein wahrer Krieger zu sein. Sie mögen stärker und schneller sein als wir, aber wir sind um einiges mutiger. So, ich werde mal den Hammer einsetzen. Der paralysiert sie für ein bisschen, aber da muss man halt auch wirklich gut attackieren. Ah, der kann die auch wirklich richtig verletzen. Aufgepasst, aufgepasst. Die halten um einiges mehr aus als die anderen Ritter, habe ich so das Gefühl. Und sind auch stylischer. Jetzt mal ganz ohne Witz. Shagala hat sich was einfallen lassen. Und Ende. Wir haben es geschafft. Du weißt nicht, was uns eindämmen kann, Ganondorf. Der einzige Gegner, der für mich noch bleibt, bist du ganz alleine. Gut. Rubine können wir tatsächlich noch aufnehmen. Und Bogenpfeile nicht mehr.
Wir haben ja vor kurzem das Upgrade gekriegt für unsere Bogentasche, sagen wir es mal so, dass wir jetzt 60 Bögen, Pfeile mitnehmen können, im Gegensatz zu den Standard 30. Okay. Es ist Zeit, Hyrule zu bereisen, was einst das verbotene Reich gewesen ist. Ist nun kein Hindernis mehr. Bam, bam, tja. Und es ist vorbei. Schreckensherrschaft des lilanen Schildes ist zu Ende. Kein lilanes Schild mehr. Nie wieder. Okay. Hyrule wird für uns nun ein weiteres Areal sein, was wir nicht die ganze Zeit bereisen können, aber halt jetzt endlich mal zum ersten Mal. Und ich muss ehrlich sagen, Hyrule finde ich sehr schlecht. Also sieht für mich meiner Meinung nach sehr schlecht aus. Es hat halt wirklich, wenn man halt die ganze Zeit dieses ganze Blau gewöhnt ist, mit dem Meer, dem Horizont, der Sonne und allem Möglichen, dann ist diese Area, also dieses schlauchartige Zeug, wo man wirklich weiß, wo man hin muss und sich auf einem Weg bewegt und keine Möglichkeit hat, in alle Richtungen des Himmels zu gehen, links, rechts, oben, unten. Und es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, dann noch weiterzumachen. Und hier hat man nur die Möglichkeit, in eine Richtung zu gehen, und zwar geradeaus. In die andere Richtung kommen wir nicht, und links und rechts ist nichts. Also, links und rechts kommen wir nicht hin, und hinten ist nichts. Gut. Naja, schade. Aber anscheinend ist das hier ein Teil gewesen des Spiels, der schon sehr früh festgelegt wurde. Was man halt auch irgendwie merkt, um ehrlich zu sein, weil man halt hier halt irgendwie nicht wirklich etwas anderes, ja, also etwas anderes hat, so ein bisschen was Primitiveres. Nach etwas, ja, sagen wir mal, etwas altmodischer und gewohnter als es. Mann, ich wollte doch werfen. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nein, also nicht. Gleich ist es vorbei mit dir. So, das war's. Wir können ja hier noch die ganzen Ritterwappen mitnehmen. Ist ja auch nicht schlecht. Bomben gibt's ja auch noch, also von daher, ja. Selbst hier werden noch unsere Items eingesetzt. Das heißt, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Nicht nur blind laufen und alles. Apropos, könnte man ganz schnell schauen, wie das denn aussieht mit Wind. Theoretisch sind wir ja unter dem Meer, da wäre es relativ unlogisch, wenn es hier auch Wind geben würde. Ja. Und wir bleiben ein bisschen logisch. Erstaunlich, erstaunlich für Zelda. Ah, okay, doch nicht mit kein Nutzen des Dekoblatts, kein Nutzen des Dekoblatts. Es gibt nämlich nur noch ein bisschen zu arbeiten für den, ja, Enterhaken, sagen wir mal. Das Enterhaken war es, glaube ich. Mein Gott, jetzt geh einfach raus und mach die Tür zu, bitte. Ach Gott, es nervt mich, wenn ich aufnehmen muss und die Leute einfach denken, ja, ich steig dann mal übers Sofa. Ja, okay. Und dann macht er nicht mal die Tür zu. Mein Gott, jetzt bin ich aber wütend. Egal. Okay. Über diverse Unhöflichkeiten in dieser Mö Welt möchte ich nicht weiterreden. Wir möchten jetzt nämlich Ganondorf besiegen. Ob Ganondorf sich hier verschanzt hat? Das Schwein hier scheint ganz darauf hinzuweisen. Oh, es scheint wieder so ein richtiger Dungeon zu werden. Gens Castle. Okay. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder daran.
Wir müssen hier nochmal so ein Boss-Run machen, wisst ihr, so nochmal so ein Boss-Fight nach dem Boss-Fight. Ach, schade, dass wir keine Fee haben. Vielleicht gibt es draußen eine Fee. Gab es da Krüge? Ich habe da gar nicht drauf geachtet, aber theoretisch müsste es Krüge geben. Nicht. Okay. Jetzt nichts. Wäre interessant, wenn sich eine Fee in einem Stein verstecken würde, weil sie so eingeschüchtert ist von dem lieben Gernendorf. Oh Mann, fliegen. Aber wir werden jetzt erstmal anfangen, hier aufzuräumen. Tut mir leid, das war blöde. Okay, wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal aufräumen, ohne wieder in den Lavasee zu fallen. Aufgepasst, aufgepasst. Ende. So, come on, Herz. Ja, dann gehen wir mit vollen Herzen rein. Los geht's, Genny Castle, Boss Nummer 1. Ja, wie gedacht. So, jetzt brauchen wir, für den Bosskampf können wir jetzt alle Items benutzen, die wir jetzt auf unserer Reise gekriegt haben. Es gibt tatsächlich noch ein weiteres Item, das ich noch nie gekriegt habe. Das heißt, wenn ich es in diesem Let's Play irgendwie kriegen würde, ja, sagen wir mal, holen würde, dann wäre das das allererste Mal, dass ich es wirklich haben will. Und das ist, funktioniert insofern, dass wir, wenn wir getroffen werden, einfach Geld verlieren anstelle von Herzen. Was halt für den letzten Bosskampf sehr vorteilhaft ist. Okay, jetzt aber. Und ansonsten finde ich es eigentlich ziemlich unnötig, um ehrlich zu sein. Ich meine, es ist natürlich schon vorteilhaft und ich kann mir auch vorstellen, dass es einem etwas bringt und alles drum und dran, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich brauche das nicht. Wenn ich eine Fee eingepackt habe und noch Omas Suppe habe, dann habe ich keine Probleme mehr im Bosskampf. Selbst im letzten Bosskampf kein Problem mehr. Okay, jetzt müssen wir das Dekoblatt ausrüsten und uns von der einen Seite zur anderen Seite schwingen. Oder fliegen. Ob das wirklich der allererste Bosskampf ist, weiß ich nicht. Mist, das war jetzt unnötig. Ich wollte eigentlich, ja, an denen vorbei. Aber wenn sie jetzt noch Herz droppen, dann droppen vor allem. Dann ist alles im Lot. Ja, passt, passt. Gut, dann geht's los. In einer eisigen Höhle treffen wir auf den ersten Boss. Oder? Ja, aber in seiner etwas interessanteren Gestalt. Keine Items, nur die. Ah, okay, habe ich vergessen. Ja gut, das wäre ansonsten halt ein bisschen krass, wenn vor allem durch das neueste Item, also was man kriegen könnte, ne? Habe ich ja noch nicht. Oh, Backe, ich bin reingefallen, habe ich gar nicht gemerkt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Ich stelle mich nicht so toll an, ich weiß. Ist aber auch lange her, ne? Also, ich meine wirklich lange. Das war ja noch aus der Zeit, als ich keinen richtigen Upload-Plan hatte. Das heißt, ein Video hätte dann kommen können, wenn es halt kommt. Keine Ahnung wann, ne? So, und wenn mich nicht alles täuscht, dann müssen wir uns jetzt schnell voranbewegen, weil er uns ansonsten irgendwie trifft. Wenn er jetzt raged. Mit seiner. Ja, sieht ganz danach aus. Okay. Ja, die Wii U hat es nicht so wirklich mit Performance gehabt zu dem Zeitpunkt, als das Spiel rausgekommen ist. Deshalb sieht das auch sehr laggy aus. Aber so ist das. So, dann gehen wir jetzt weiter. Wir halten uns gar nicht mal an einem Punkt die ganze Zeit auf. Wir bleiben nämlich auf Trab und Zahn. Oh, okay. Weil
Ah, weil der auch nicht schläft. Der gute Herr, Boss Nummer 1. Auf Trankonia. Okay, das müsste es sein. Ich glaube, es waren 3 Treffer. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber 3 Treffer werden schon eine gute Schätzung sein, würde ich mal sagen. Boss Rush in Hyrule. Jetzt ist aber Ende im Gelände. Jetzt ist gut. Aber ich finde ehrlich gesagt die Bosskämpfe alle nicht so interessant wie beim ersten Mal. Komm, geh hoch. Mist, 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 Mist. So, Fliegen möchten mich irgendwie noch ablenken. Oh, nicht schlecht, wirklich, wirklich. Also das war jetzt gerade kein schlechter Sprung, muss man schon sagen. Also bei allem Respekt. Okay. Alter Schwedenspritzer. Oh nein, oh nein. So, jetzt nochmal. Ende im Gelände und Schicht im Schacht. Das war Boss Nummer 1. Gut, und mit Boss Nummer 2 werden wir dann im nächsten Part weitermachen. Es gibt insgesamt 4 Bosse. Ich sehe schon den Sandwurm kommen. Und auf das wünsche ich mir dann vorne. Tschüss.